Kann ich ihn fragen? Help me, please. Unfortunately, my casebook is empty on this. Can you satisfy my curiosity? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. This isn't working. You might need a different tack. Da geht's raus. Oh, what a long day. Oh, what a long day. Geht's denn hier hin? Help me, please. Unfortunately, my casebook is empty on this. Okay, hier komme ich nicht weiter. Latsch, latsch. Oh, du vielleicht. Excuse me, just one question. Unfortunately, my casebook is empty on this. Excuse me, just one question. Are you talking to me? You'd better not be. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Da kamen wir, glaube ich, nicht weiter. Alter, was ist denn das für ein Labyrinth hier unten? Und wie abgefuckt ist das hier unten? Ist da gerade eine Ratte drunter laut? Du hast Ratten in der Zelle, Kollege. Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Ich bin ein guter Polizist. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Fokussierter Blick sah aus wie eine fehlende Brille. Elegante neue Kleidung. Modern und modisch. Blutergüsse. Frische Verletzung. Ehering fest am Finger. Okay. Impulsiv oder pragmatisch? Capello ist der Inhaber der renommierten Firma Amour Capello, die auf Cordona Tresore und andere Sicherheitsvorrichtungen verkauft. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall Niccolo Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Basilio Capello ist Anfang 40. Er legt großen Wert darauf, modern und modisch gekleidet zu sein. Dieses modern und modisch, das ist in meinen Augen doppelt gemoppelt. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Er hat Blutergüsse an der Hand, womöglich die Folge eines Kampfes. Die Familie ist ihm sehr wichtig. Oder pragmatisch? Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipientreue an erster Stelle stehen. Obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Blutergüsse an der Hand. Womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die Familie bedeutet ihm sehr viel. Eins oder zwei, was sagt ihr? Gucke mal, ob sich mittlerweile was auf... scheint, also WhatsApp scheint ruhig zu sein. Ich denke mal, da wird keiner was dazu sagen wollen. Weil es einfach vergebene Liebesmühe ist. Sagt kein Schwein mehr was dazu. Chat hat mich verlassen, wa?
B. Pragmatisch. B wie pragmatisch. In Sachsen bist du richtig. Da hieß pragmatisch. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? Ah, no. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Coppello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seemed so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Coppello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first detty in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the Dettis tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Coppellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story. Or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Coppello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart?
Thank you. I will endeavor to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Uff, was? Ich war jetzt in Gedanken. Ich habe gar nicht viel davon mitbekommen, was der uns erzählt hat. Das muss ich jetzt mir erstmal wieder anlesen. Gegen 10 Uhr. Coppello demonstriert seinen Kunden von der Bank den Tresor. Der Tresor ist offen. Bis zur Ankunft seiner Gattin Augusta arbeitet er allein im Büro. 15 Uhr. Coppellos Gattin trifft im Büro ein. 18.30 Uhr. Coppello verlässt das Büro und geht nach Hause. Heute gegen 9 Uhr. Daddy wird im Tresor aufgefunden. Mr. Coppello wird das als Hauptverdächtiger festgenommen. Der Einbruch ereignete sich am späten Abend und wurde von Augusta Coppello sowie von den Nachtwächter Lloyd bemerkt. Offenbar wurde nichts gestohlen. Na, ist ja offensichtlich, ne? Dass der Einbrecher sich dann in Tresor geflüchtet hat, weil er dachte, der kommt dort wieder raus. Die Verriegelung, das scheint ja eine relative Neuheit zu sein. Ach, der hat... Ja, es ist halt das Weltbild aus 1800, schieß mich tot. Es ist, im Endeffekt ist das gleiche wie Corona-Schwurbler. Ich meine, damals wurden den Frauen keine fairen Chancen gegeben. Und das, was dann hinten rauskam, wurde dann als Beweis genommen, dass Frauen nicht belastbar sind. Basilio Coppello hatte für potenzielle Käufer ein Tresor geöffnet und gab an, über die schreckliche Entdeckung ebenso überrascht gewesen zu sein wie die anderen Anwesenden. Er erwähnte die Familienfehde zwischen den Dettys und den Coppellos, beteuerte jedoch, Detti nie persönlich begegnet zu sein und keine Konflikte mit ihm gehabt zu haben. Coppello erwähnte, dass am Abend zuvor in das Firmengebäude eingebrochen worden war, was durchaus etwas mit dem Mordfall zu tun haben könnte. Für den Fall relevante Personen, Nachtwächter Billy Lloyd, den ich im Firmengebäude von Armor Coppello in der Adler Street östlich der St. Clemens Kathedrale in Scaladio antreffen kann, Mr. Coppellos Gattin Augusta Coppello, die sich derzeit auf der Polizeiwache befindet. Wenn wir schon mal hier sind, können wir sie gleich mal suchen. Das Profil haben wir uns selber zusammengeschustert. John schlug vor, ich sollte doch Polizist werden. Oder zumindest vorgeben. Gut, das wissen wir. Anpinnen brauche ich nichts. Ich würde trotzdem das anheften und jetzt gucken wir mal, ob wir seine Frau finden irgendwo. Das sollte ich vielleicht. Wo stand denn das jetzt mit der Frau? Hier. Nee. Hier. Dann kann ich das ja eh gleich anheften. Nee, anheften, so. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie irgendwo finden. Aber ich schätze mal, die werden sie ja nicht hier unten in dem... in diesem dreckigen Verlies welches gesperrt haben, sondern weiter oben. Die Kette weg vom Telefon! Ich hab doch gar nicht das Telefon! Nicht wahr? Mrs. Coppello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Ich hab die doch gerade gehört. Die muss doch hier irgendwo sein.